Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Ankündigungsvideo. Das letzte Mal ist ja schon ein bisschen her und ich dachte mir, zu dieser Gelegenheit könnte ich nochmal ein weiteres Ankündigungsvideo machen und mich einmal bedanken. Und zwar beim Donnerhaus, denn die fangen jetzt an mit einem Kickstarter, beziehungsweise das Ganze läuft ja nicht über die Plattform Kickstarter, sondern über Game on Tabletop. Da könntet ihr dann einmal reinschauen. Das machen wir gleich nochmal zusammen, wenn euch das interessiert. Das ist keine Werbung, ich bekomme da kein Geld von denen, ich bekomme auch keine anderen ja, Sachen von denen wie Karten oder so. Also die bekommt sowieso jeder, der bei den Patreon ist, so wie ich. Aber ich bekomme jetzt im Zuge oder im Rahmen dieses Kickstarters keine zusätzliche Unterstützung oder sowas von denen. Ich bin einfach gut mit denen befreundet und ich unterstütze gerne deren Arbeit und dementsprechend würde ich ihnen auch gerne helfen, dass das jetzt ja, ein erster Verlag wird, denn das Donnerhaus hat vor, in geraumer Zeit mehr und mehr zu produzieren und das tun sie ja auch schon für uns. Viele, viele Karten, die dann auf unseren Wunsch hin produziert werden. Ihr erinnert euch vielleicht an die Szenen, wo wir in Keschal Tarif unterwegs waren. Die Karte ist durch meine, ich sag mal, Anweisung beziehungsweise durch meine Frage diesbezüglich entstanden. Und die wurde dann eben auch auf den Wunsch von mir hin wurde die dann veröffentlicht, beziehungsweise dann eben kreiert. Und jetzt auch die Burg Corvinstein haben wir auch schon benutzt. Also es sind viele andere Sachen, die wir schon benutzt haben, die wir schon ja, bespielt haben. Und das könntet ihr quasi auch machen, wenn ihr bei der Kartentasche mit dabei seid. Die Karten sind sehr, sehr hochwertig produziert. Das sage ich nicht, weil ich ein Freund von denen bin oder weil das jetzt eine Ankündigung für die ist, sondern weil ich die tatsächlich auch schon zu Hause habe. Das hattet ihr ja schon gesehen. Ich hatte schon ein Video diesbezüglich gemacht, als ich dann die Karten unboxed habe. Und das soll jetzt nochmal weiter geschehen. Ich glaube, das waren damals 10 oder 15 Karten. Ich bin mir selber gar nicht ganz sicher. Und jetzt soll es tatsächlich ja noch mehr Karten geben. Und zwar, wir gucken uns das einfach mal an auf der Homepage von Game on Tabletop. Ja, das ist die Seite. So sieht das Ganze dann aus. Auch schon hinterlegt mit den Karten. Den Stil werdet ihr vielleicht schon kennen. Yanasara, wer ist das denn? Ja, das ist diese Person, die ihr dann auf diesem kleinen Logo erkennen könnt. Das ist die Geschichtenerzählerin, die dann diese Karten allesamt gezeichnet hat in einem fiktiven Universum. Die Karten können quasi für jedes beliebige aktuell noch Fantasy-Universum benutzt werden, beziehungsweise wohin auch immer sie dann passen. Sie sind sehr neutral gehalten, also sie sind zwar auch in den PDFs dann verschrieben mit einigen Details zu den Gebäuden, die kann man allerdings auch umbenennen. Also ob das jetzt ein Tempel von der Feldgöttin ist, ob wir sie jetzt Paraine nennen oder irgendwie anders, wenn man dann Pathfinder spielt oder sowas, ist komplett egal. Aber es gibt dann eben auch Hintergrundinformationen zu diesen Gebäuden und dadurch, weil die beiden ziemlich gut aufgepasst haben während ihres Studiums, hat das Ganze auch Hand und Fuß. Wir sprechen hier von Holistik. Wer diesen Begriff nicht kennt, kann gerne mal bei mir auf meiner Homepage vorbeischauen. Holismus und die innere Logik einer Welt, also wie fließen Flüsse, wie entstehen Berge und wie passt man sich dann eben darauf an. Also da hat man wohl noch eine ganze Menge an Hintergrundinformationen, die dann eben auch in diese PDFs einfließen. Auf den Karten kann man sich sowas ansehen, die werden auch immer ein bisschen mit verschiedensten Varianten gezeichnet. Das heißt, wir hatten einmal die Karte ja, auf einer Insel oder aber in einem Waldmeer, so sage ich einfach mal. Und da kann man sich überlegen, wo man dann diese Tempel dann hinsetzt, ob die dann auf eine einsame Insel kommen oder aber nicht. Wie gesagt, die ganzen Videos dazu hatte ich schon einmal gemacht und die werde ich euch an dieser Stelle auch noch einmal einblenden. Ja, genau darum soll es gehen. Ihr könntet jetzt das Donnerhaus unterstützen, damit es jetzt ein weiterer kleiner Verlag wird. Wenn das Ganze funktioniert und wenn Sie jetzt erkennen und sehen, da ist Interesse an Ihren Karten und man möchte dann nicht nur das kleine Kartenbündel haben, sondern eben auch die PDFs oder sowas dazu. Es sind unglaublich viele Karten schon entstanden. Ich muss gerade mal schauen, 60, die dann handgestaltet sind und quasi könntet ihr darauf auch noch Einfluss nehmen. Zwar nicht bei den schon bereits gezeichneten Karten, die existieren bereits alle,
Sondern dann eben auf die neuen Karten. Auch das könntet ihr machen. Da gibt es dann eben bei dem Game on Tabletop gibt es dann auch später unten noch Produktionshilfe. Also wer dann selber eine eigene Karte haben möchte, der kann dann mit Thorsten und Tobi sprechen vom Donner aus und die bauen dann gemeinsam mit euch eine Karte. Also auch das wäre möglich. Ich habe das ja schon gemacht. Ich habe diese Hilfe schon in Anspruch genommen und muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Ja, was soll jetzt passieren? Die Karten sind bereits fertig, die gibt es bereits alle. Wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr baked, dann könntet ihr die PDFs direkt bekommen. Sie werden jetzt auf sehr hochwertiges Papier gedruckt und das kostet dann natürlich das ganze Geld. Dementsprechend wollen sie versuchen, dass das mit eurer Hilfe dann klappt. Das Ziel hatten Sie hier oben auch angegeben. Das sind 5.900 Euro. Es geht erst in 3 Stunden los. Also jetzt noch nicht. Also klar, wenn das Video dann da ist, dann ist es sicherlich schon da. Das heißt, ihr könntet dann direkt auf den Link unten klicken und mitmachen. Ich glaube, die beiden würden sich da sehr freuen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr dann natürlich auch mit in das Discord von denen connecten, wenn ihr bei Patreon mit einem Euro, mit einem Dollar mit dabei seid und könntet euch dann nicht nur mit mir unterhalten, sondern eben auch mit Thorsten und Tobi, also mit dem Donnerhaus und könntet da dann bei den Stammtischen mit dabei sein, wo nicht nur über die Karten geredet wird, sondern eben auch über ja verschiedenste ja Spielrollen, theoretische Grundlagen, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt zu wie leite ich das und das Abenteuer oder könntet ihr mir hier und an der Stelle noch einmal helfen? Das sind immer unglaublich interessante Gespräche, die bis mitten in die Nacht gehen. Also auch da könntet ihr bei Patreon mit unterstützen, wenn ihr mögt. Ich bin ich glaube seit einem Jahr bin ich mit dabei. Genau, seit es das Donnerhaus gibt mit den Karten. Bin ich mit dabei und freue mich eben jeden Monat über 3, 4 Karten, die wir dann dort bekommen, die wir mitgestaltet haben. Und ja, hier stehe ich übrigens auch mit dabei. Also wie gesagt, ich bin Unterstützer vom Donnerhaus und ich freue mich, wenn es dann losgeht. Das war nur so ein kleines Ankündigungsvideo. Ich möchte euch jetzt auch nicht lange aufhalten. Wenn es euch interessiert, dann schaut einfach mal auf den Link. Und damit würde ich sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.